Hallihallo meine Süßen, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar mache ich mit bei dem Tag Rainbow Tag. Ich wurde nicht getaggt, aber mich hat es einfach, ja, das Thema war sehr spannend und alles. Und ich habe es mehrheitlich immer bei den amerikanischen Beauty Gurus geschaut. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Deutschen das jetzt auch gemacht haben. Und wenn nicht, dann würde ich mich auch darüber freuen, wenn andere Beauty-Gurus aus Deutschland oder aus der Schweiz mitmachen und so. Ja, fangen wir mal an. Also bei dem Rainbow Tag geht es eigentlich um die Farbe von dem Regenbogen. Zum Beispiel Rot, Gelb, Grün, Orange und dann einfach die Farben zusammen. Dann ergibt sich ja ein Multicolor. Und ja, es geht einfach um diese Farben, dass man einfach dann die Lieblinge dazu zeigt. Und ja, fangen wir damit an, damit das Video nicht den Rahmen sprengt. Fangen wir mit der Farbe Rot an. Und zwar habe ich hier einen Soft Sensational Lip Color Butter von Astor. Trage ich übrigens jetzt auch. Und es ist eine unheimlich tolle Farbe. Ich habe jetzt die 015 Cheeky Cherry und ich muss sagen, die Farbe ist unheimlich schön. Es pflegt die Lippen super. Es hält auch einige Stunden aus, also wenn man nicht trinkt und so, hält es sehr lange. Aber wenn man trinkt, na klar, dann geht es auch weg. Es ist ja kein Stain, nicht so Lippenstift, was jetzt irgendwie verspricht, dass es den ganzen Tag hält oder so. Und von dem her ist einmal diese Farbe mein Favorit. Werde ich, denke ich, auch jetzt noch öfters tragen. Ich habe es jetzt zwar schon sehr oft getragen, die letzten paar Tage. Und ja, ich denke, dass wir diesen Lippenstift werdet ihr in den nächsten Videos bestimmt häufig bei mir sehen. Dann die nächste Farbe ist Orange. Und ich habe nichts Spezielles an Orange. Und habe gedacht, das könnte auch als Orange durchgehen. Auf jeden Fall mal die Verpackung. Das ist ein Gesichtscreme-Peeling von Balea. Wie ihr seht, habe ich es schon bald aufgebraucht. Und ich liebe dieses Peeling hier. Anfangs mochte ich es nicht, weil es so grob war und auch der Geruch so stinkt. Aber ich muss sagen, mittlerweile mag ich es unheimlich gerne, werde es mir definitiv auch wieder nachkaufen, wenn es leer geht. Es ist mit Aloe Vera und für jeden Hauttyp geeignet. Verfeinert das Hautbild und spendet Feuchtigkeit. Und ja, ich benutze das jetzt nur einmal in der Woche, weil ich finde, das reizt die Haut doch schon ein bisschen zu sehr, weil die Körner doch sehr grob sind. Und für diejenigen, die empfindliche Haut haben, ist dieses Produkt wahrscheinlich ja nicht so ganz geeignet, weil man dann durch diese grobe Peelingkörner dann sehr schnell gereizte Haut bekommt. Aber ich persönlich mag es und ich benutze es immer nur unter der Dusche, so am Sonntag, wenn ich meinen Beauty-Tag habe. Dann kommen wir zu Gelb und das ist ein Nagellack, was ich ganz gerne mag. Und es ist diese hier. Das habe ich jetzt schon seit 2 Jahren oder so. Als ich noch in Zürich gewohnt habe, habe ich das im Manor gekauft. Ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Gelb mit schönem goldigem Schimmer. Es sieht einfach unheimlich toll aus. Als ich das eine Zeit lang getragen habe, haben mich viele gefragt, was das für eine Farbe ist. Und das ist von Deborah Milano. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo diese Marke sonst noch gibt. Ich habe es einmal im Manor in Zürich gesehen und dann seitdem her nie wieder. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich war jetzt auch schon lange nicht mehr in Zürich gewesen und von dem her weiß ich es nicht. Also hier im Kanton Aargau weiß ich überhaupt nicht, wo man solche Sachen bekommt. Ja, das ist mal eins. Ich komme ein bisschen näher. So sieht die Farbe aus. Also unheimlich schönes Gelb, meiner Meinung nach.
dann kommen wir schon zu Grün. Und ja, das ist ganz klar mein absoluter Lieblingsmascara von Maybelline New York. Die Schrift geht auch schon bald ab. Benutze ich auch schon seit längerem und ist mein absoluter Lieblingsmascara. Es verlängert unheimlich toll die Wimpern. Es trennt sich gut, es verklumpt nicht. Aber ich muss leider sagen, diese Mascara geht aus dem Sortiment. Aber ich habe mir noch zwei Backups sichern können. Und ja, von dem her bin ich jetzt unheimlich froh. Aber wenn die anderen beiden alle gehen, dann werde ich auch bestimmt ganz traurig sein. Weil, ja, wie gesagt, ich benutze die schon seit sehr langer Zeit. Und es war einfach mein ständiger Begleiter. Und ich habe es auch häufig zur Anfangszeit von meiner YouTube-Zeit, habe ich diese Mascara, glaube ich, auch öfters mal gezeigt. Und ihr habt es im Video gesehen, was die aus meinen Wimpern macht. Und ja, von dem her ist das jetzt mein Favorit. Und ja, kann ich euch empfehlen, wenn es noch geben würde. Dann kommen wir zu Blau. Und zwar habe ich diesen Nagellack hier von Essence aus der L.O.'s The Great and Powerful L.E. So sieht die Farbe aus. Unheimlich schöne Farbblau. Es hat so ein leicht silbrig-blaues Schimmer drin. Mag ich unheimlich gerne. Es ist einfach eine wunderschöne Farbe. Nur dieses Blau hier so in Nagellackform habe ich auch, aber so Crackling mag ich in letzter Zeit unheimlich gerne, weil dann, ja, man hat etwas auf den Nägeln, nicht nur so einfarbig. Und ja, das sieht einfach toll aus. Ich mag es und kann es euch eigentlich mal empfehlen, diejenigen, die noch nie Crackling-Nagellacke ausprobiert haben, es mal auszuprobieren, weil es doch einfach einen tollen Effekt gibt, ohne dass man einen großen Nageldesign machen muss oder so. Das macht es von selbst. Dann habe ich noch die Farbe Indigo. Ich weiß nicht genau, was die Farbe Indigo ist. Ich habe jetzt mal gegoogelt und einfach, es war einfach so ein Blau. Von dem her habe ich gedacht, ich nehme dieses Blau hier. Das von Fanjo. Oder Fanjo. Ich weiß selber nicht, wie man das ausspricht. Das ist eine Duschcreme. Das ist eine Limited Edition. Und ich muss sagen, ich mag den Geruch unheimlich gerne. Da ich ja bei euch die Blaubeere LE nicht kriegen konnte, einfach auf jeden Fall nicht die Duschsachen und so, ich habe ja nur Handseife davon, habe ich gedacht, ich kaufe mir das. Und ich muss sagen, es riecht unheimlich toll. Einfach ein absolut geniales Produkt und ja, für alle Schweizerinnen, riecht mal daran, es ist unheimlich toll, auch unter der Dusche. Es riecht einfach schön süß und das ist das, was ich mag. Und ja, von dem her gehört das zu meinen Favoriten. Dann haben wir noch Violett. Und da ist mein Parfum von Katy Perry Pure. Das benutze ich auch schon seit letztem Jahr. Und ich hole mir das einfach immer zur Sommerzeit so wieder hervor. Und ich muss sagen, es passt wirklich zum Sommer. Und ich bin nicht gut in Düfte beschreiben. Aber es riecht so frisch und angenehm. Es ist kein aufdringlicher Geruch und doch ein bisschen sexy, kann man sagen. Und dieses Parfum war jetzt nicht so teuer bei uns in der Schweiz. Ich weiß nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Und das Flakon ist mal wieder bezaubernd. Eine Katze mit so Herz. Und ja, das ist schon meine zweite Flasche. Ich habe noch eins im Backup, weil ich diesen Geruch einfach unheimlich toll finde und kann es euch nur mal empfehlen, es anzuschauen. Dann haben wir noch die Farbe Pink und das ist ganz klar mein Lippenstift Candy Yum Yum. Es ist zwar so ein Neon-Pink, aber ich lasse es doch auch ganz normal als Pink gelten. Es ist einfach eine knallige Boom-Farbe, was einfach so richtig auffällt, wenn man einen sieht. Also man schaut wahrscheinlich dann zuerst auf den Lippen und
Also das ist einfach das, was ich mag. Ich mag im Sommer knallige Farben und dafür ein bisschen dezenter geschminkte Augen. Und ja, es ist halt immer ein bisschen unterschiedlich. Jetzt wollte ich schon Schweizerdeutsch sprechen. Auf jeden Fall mag ich auch ganz gerne, wie ihr wisst, stark geschminkte Augen. Aber in letzter Zeit mag ich es eher umgekehrt. Also ich trage gerne mal knallige Farben auf den Lippen als auf den Augen, weil bei mir verläuft das sowieso und bei den Lippen hält es doch schon ein bisschen länger als auf den Augen, da ich im Sommer ja sehr ölige Haut bekomme, weil halt einfach durch das Schwitzen und alles. Und ja, von dem her gefällt mir knallige Lippen im Sommer besser. Und diese Candy Yum Yum ist einfach eine wunderschöne Farbe, die jeder Hauttyp steht. Und ja, kann ich euch nur empfehlen. Dann die letzte Farbe ist Multicolor. Und hier habe ich einfach ein Accessoire, weil so Multicolor an Lidschatten oder so habe ich nicht. Und zwar sind das diese paar Ohrringe. Mag ich unheimlich gerne, trage ich ganz häufig zur Arbeit. Und ja, das ist einfach eins meiner liebsten Ohrringe, die ich zurzeit gerne trage, weil, wie gesagt, es ist einfach schön farbig und es ist einfach, ja, ein wunderschöner Ton, finde ich. Und ja, das war es jetzt eigentlich von meinem Rainbow Tag. Ich hoffe, dass es euch soweit gefallen hat. Und ich tagge noch ein paar Leuten, wie zum Beispiel Sandylicious0509, Not Bittersweet, Miss Cream Sheen, Lush Chunky, Miss Beauty Ellie, Miss Beauty Chunky, LisaLa93, Cosmetic La Alma. Und habe ich noch jemanden vergessen? Vielleicht noch die Skylove23 und ja, ansonsten eigentlich alle, die gerne mitmachen wollen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video soweit gefallen hat und wir sehen uns hoffentlich dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann, bye!